Ich habe morgen ein Treffen in einem Kaffeehaus in Tulln mit dem Roberto Reuter. Das ist der Chef von Gaia Energy. Kenne ich schon seit Jahren. Ein ganz ein lieber Kerl, ein geborener Ostdeutscher. Ja, und das mag ich, weil die haben in der Schule noch eine andere Art von Physik gelernt. Ja. Die sind noch viel mehr bodenständig ausgebildet. Und der hat sich mit Magnetmotoren beschäftigt und mit 100 anderen Sachen und auch gelernt, die Spreu vom Weizen zu trennen in dem Feld. Und der hat jetzt eine Geschäftsbeziehung aufgebaut zur Neutrino Power GmbH in Deutschland. Und das würde mich natürlich besonders reizen, weil für mich ist das, wenn man das so sagen kann, in unseren Kreisen die ultimative Endlösung in Energiefragen. Hast Also wenn ich eine du kleine Folie in den Verbraucher, in den Stromverbraucher hineinklebt und damit holt sich der die Energie selbst, wo immer er sie braucht, besser geht's nicht. den Argentinier gesehen? Nein, was ist es? Ein Afrikaner. Ich habe es in den Know-how, Star Connect Der Know-how. Wassermotor? Nein. Nein? Afrikaner entwickelt SSTV und Ah E-Auto. ja, über die Mikrowellen. Ja, kenne ich. Kenne ich das Video, ja. Da gibt es unglaublich viele Dinge. Es gibt ja auf YouTube auch etliche Videos. Da machen sie einfach aus Kupferdraht einen Ring, ja, klemmen eine Glühbirne drauf, legen das auf den Tisch und in die Mitte kommt ein Ringmagnet hinein und die Birne leuchtet. Einfach nur durch den Magneten, der da drinnen liegt. Ja. Und sonst Spannend. braucht es gar nichts. Ja, spannend. Weißt du, das ist jetzt eben genau der Punkt. Warum wird uns das in der Schule nicht beigebracht? Ja, welche Art von Physik ist da am Wirken? Ja, weil da habe ich keine Batterie. Ja, und da habe ich nicht einen Plus-Minus-Pol und da fließen die Elektronen irgendwie zu einer Quelle und die Batterie wird dann irgendwann leer und muss dann wieder ausgetauscht werden. Also diese ganze Idee, dass da etwas verbraucht wird, dass sich etwas abnützt und dass ich dann irgendwann das wieder ersetzen muss, das kommt da überall nicht vor. Also ich habe mir jetzt angesehen, auf dem YouTube-Kanal, das geht anders. Da gibt es ja den Blog, das geht anders.de. Das ist ein deutsches Ehepaar, die Schneiders, ja. Und die haben auch einen eigenen Buchverlag und eine eigene Zeitschrift, die erscheint einmal im Quartal. Das geht anders. Und die haben auf dem Das geht anders YouTube-Kanal Unmengen an Videos von freien Energieapparaten. Und das letzte war jetzt ein über eine Stunde langer, eine Präsentation vom Ildis Magnetgenerator. Ja, das ist ein Türke, der Herr Ildis, der arbeitet auch schon seit Jahrzehnten dran. Den hat übrigens der Roberto Reuter auch persönlich kennengelernt. Nur hat er gesagt, mit dem kommt man nicht weit, weil der ist so paranoid, der erklärt seine Apparate nicht, weil er Angst hat, jemand anders klaut ihm die Idee. Ja, und das ist natürlich schwierig. Also wenn du da jetzt quasi eine Blackbox hast und die tut irgendwas und du darfst aber nicht reinschauen, ob da eine Batterie drin steckt oder sonst was, dann ist es schwierig. Und er war damals auf dem Level und hat das nicht erlaubt. Und da war diesmal in diesem letzten Video auf dem Das geht anders Blog, kommt dann anschließend ein Physiker an einer, ich glaube in Delft, an einer holländischen Universität unterrichtet er. Und der hat gesagt, man darf einen Erfinder nicht fragen, wie seine Erfindung funktioniert, weil der arbeitet mit Versuch und Irrtum, ja, und verbessert's, aber der hat jetzt keine Idee, was die Wirkmechanismen sind. Und das ist die Aufgabe des Wissenschaftlers. Und darum hat er das dann mit verschiedenen wissenschaftlichen Theorien versucht zu erklären und hat dann am Schluss eine gefunden, die eben für ihn am besten passt, was Magnetfelder eigentlich sind und wie die dann wirken. Und hat das dann beschrieben. Und er hat auch gesagt, der erste große Durchbruch ist passiert bei einer großen Messe, wo Ildis das erste Mal erlaubt hat, dass sein Apparat zerlegt wird in einzelne Teile. Und er hat die Teile dann den Zuschauern einzeln in die Hand gegeben und die waren völlig überrascht, wie die ausgesehen haben und dass da keine Batterie war, ja, und das so toll funktioniert hat. Und der Ildis Magnetgenerator ist so aufgebaut, dass die Permanentmagneten, während das Ding läuft, ja, permanent neu remagnetisiert werden. Also die nutzen sich nicht ab. Das, was also die Schulphysiker normalerweise sagen, ja, aber zu einem Magneten jetzt zu magnetisieren, das ist ja aufwendig, das braucht so viel Energie und das ist dann das, was du da halt wieder abzapfst.
und deswegen kann das jetzt nicht ewig rennen. Aber mit dem Yildiz-Apparat, weil die permanent remagnetisiert werden, kannst du das ein paar Jahrhunderte am Stück laufen lassen, ohne dass was passiert. Das nützt sich einfach wieder. Also und du hast wirklich... Schon eine mit 10 Kilowattstunden. Also ein Einfamilienhaus könntest du mit so einem Generator schon locker selbst versorgen. Also er hat das Perpetuum mobile erfunden. Ich würde nicht sagen, dass er es erfunden hat. Er hat, er hat eher eine Möglichkeit in den Naturgesetzen gefunden, dass wir etwas, was dem sehr nahe kommt, bauen können. Weil es läuft natürlich nicht ewig, weil ich weiß nicht, wie lange seine Aluminiumbauteile halten, ja, bis sich die wieder auflösen oder sonst was. Aber ein paar hundert Jahre rennt so ein Teil am Stück. Und Sie haben dann beim Vortrag gesagt, das Schwierigste ist, so einen Generator, wenn er mal läuft, dann wieder anzuhalten. Ja, das ist die größte Herausforderung. Weil wenn der mal am Laufen ist, dann ist er fast nicht zu stoppen. Ja, also weißt du, wenn jemand kommt und sagt, ein paar hundert Jahre, dann ist das für mich ein Perpetuum mobile. Also ja, für praktische Zwecke bin ich ganz bei dir. Nicht im engeren Sinne, aber zuerst dürfen wir mal so alt werden. Also ich denke, wenn du es in einem Leben erleben darfst, dann gehört in diese Kategorie. Absolut, genau. Ja. Ja, sehr spannend. Ja, und weißt du, und jetzt, also ich werde morgen mit dem Roberto Reuter darüber sprechen. Ich würde ihn ganz gerne auch zu Petra Fürich bringen, zu diesem Fürich-Talk. Weil die hatte jetzt zuletzt den Herrn Gumpert eingeladen. Ja, das ist der mit dem Methanol-Auto Nathalie. Mhm. Und ich habe ja in unserem Interview die Neutrino-Technologie auch erwähnt. Und deswegen wäre das für Sie absolut super, wenn wir jetzt jemanden, der da einen Zugang hat zu der Technologie, ins Interview bringen würden. Ja, und das ist, glaube ich, jetzt schon auch ein Signal der Zeitenwende, ja, dass wir jetzt an einem Punkt sind. Oder ich habe jetzt ein kurzes Video gesehen von Bild TV gestern. Das waren weniger als 10 Minuten, ja, wirklich ganz kurz, wo sie unglaublich die Grüne Partei zerlegt haben. Wo sie gesagt haben, also es ist überhaupt nicht nachvollziehbar. Und sogar die Mitarbeiter im eigenen Ministerium beim Habeck haben gesagt, die Verlängerung der Laufzeiten der Kernkraftwerke ist A, kein Problem, spart B, wesentlich mehr CO2 ein, als wenn er irgendwelche Geschwindigkeitsbeschränkungen durchsetzt für den Autoverkehr. Ja, 5-mal so viel CO2 wird dadurch eingespart. Und es sichert die Netzstabilität, verhindert Blackout, ja, und so weiter. Und der ganze Energiemangel, weil sie gesagt haben, man kann mit Kernkraftwerken nicht das Gas ersetzen, kann man sehr wohl, und das ist sogar bewiesen. Ja, aus dem eigenen Ministerium. Ja, die Mitarbeiter im eigenen Ministerium haben den Habeck seine politischen, ideologischen Aussagen widerlegt. Und das kommt jetzt ins Fernsehen, in den Mainstream hinein. Ja, also das ist für mich schon ein ziemlich eindeutiges Signal, wo die Reise jetzt hingeht. Also ich finde, es sollte auch wieder in die Medien, dass die Grünen 1980 herum eigentlich aus der NATO aussteigen wollten und nicht tatenkräftig mitmachen. Richtig. Aber wir wissen ja, was es ist, was das Problem ist. Es ist ein Besatzungsland und die... Ja, weißt du, grüne Parteien sind leider Gottes. Ich war ja in jüngeren Jahren, das war Ende der 80er, Anfang der 90er, habe ich selbst mit den Grünen sympathisiert. Ich kann mich erinnern, wie ich damals mit meinem damaligen Chef, dem Heinhold, diskutiert habe und gemeint habe, ja, die Umwelt hat einfach keine Lobby. Ja, also die verschiedenen Unternehmensbranchen, die haben alle ihre Lobbyisten, die Umwelt hat keine Lobby und deswegen würden wir dort eigentlich jemanden brauchen, der diese Interessen vertritt. Und wir hatten dann in Österreich eine Zeit lang die Idee, ja, die Leute im Finanzministerium, die Politiker haben sich damit rumgeschlagen, die Gewerbesteuer, die wir damals noch hatten, durch eine Umweltsteuer, ja, die Schadstoffausstoß misst und das als Bemessungsgrundlage nimmt, zu ersetzen. Und wir haben uns das angesehen und was uns sofort aufgefallen ist, und das war wirklich, also auf den ersten Blick erkennbar, ja, das Aufkommen der Gewerbesteuer, das fließt natürlich kontinuierlich. Ja, das brauchst du permanent.
weil der Staat mit seinem Budget ja auch damit rechnet. Das ist so ähnlich wie mit der Stromversorgung, ja. Und wenn du aber jetzt den Umweltschaden besteuerst und du erreichst das, was du eigentlich willst, diese Schäden gehen zurück, dann fehlt dir irgendwann das Einkommen aus dieser Steuer. Und deswegen kann man nicht eine Steuer durch die andere ersetzen. Man könnte allenfalls die als zusätzliche Steuer einführen. Und damit bist du natürlich international wieder nicht wettbewerbsfähig, ja, weil du damit die eigene Wirtschaft diskriminierst, die das dann zahlen muss. Ne? Also es war für uns sofort erkennbar, dass eine Umweltsteuer überhaupt nicht funktionieren kann. Ja, wenn, dann müsste das wirklich EU-weit völlig harmonisiert und gleichgeschaltet sein, damit es den Wettbewerb nicht verzerrt. Ja? Und dann haben wir immer noch das Problem, wenn das erreicht wird, was du eigentlich willst, weil man sagt ja, und auch im Hörsaal haben wir das immer gesagt, Steuer kommt ja vom Begriff Steuern. Ich möchte mit der Steuer zum Beispiel die Wirtschaft lenken, indem ich die Motivation der Unternehmer finanziell beeinflusse. Ja, wenn ich sage, spar Steuern, verhalte dich jetzt in irgendeiner Weise so, wie die Politik das will, dann ist es zu deinem eigenen finanziellen Vorteil, dann ist das der Hebel, der da eingesetzt wird. Aber wenn du jetzt durch das erwünschte Verhalten die Abgaben, das Abgabenaufkommen reduzierst, ist das natürlich wieder kontraproduktiv, weil du dann mit dem Staat wieder das Aufkommen wegnimmst. Ja? Also kann eine Steuer, die so ausgelegt ist, also eine Lenkungsabgabe, ist der Fachbegriff dafür, sowieso nicht funktionieren. Eine Lenkungsabgabe kann eigentlich so ähnlich wie Strafmandate im Straßenverkehr. Ja, das kannst du nur zusätzlich einführen, ja, aber das kannst du nicht in das normale Steueraufkommen einplanen. Ja. Also das ist, eigentlich ist das eine völlig schräge Idee, über Steuern wirklich etwas lenken zu wollen. Lenkungsabgaben über Steuern sind eigentlich selbst widersprüchlich. Die widersprechen ihrem eigenen Zweck langfristig. Hat es Steuern eigentlich schon immer gegeben? Nein, 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 nein. Es gibt ja diese Legenden, nicht, mit dem Zehnt, dieser ältesten Form, dass also die Kirche und die kirchlichen Güter, wie dann die Bauern und die Handwerker auf diesen Flächen tätig wurden, 10% verlangt haben. Und dass dann auch der Adel, also die Grundeigentümer, diese Art von Abgabe übernommen haben. Und das soll angeblich die erste Form gewesen sein, ja. Aber du weißt ja, seit der Geschichte mit Tartaria und Schlammflut bin ich da sehr vorsichtig. Ja, also zurück extrapolieren über viele Jahrhunderte oder Jahrtausende traue ich mich zumindest nicht mehr. Was da so in den alten Büchern drin steht, mag sein oder auch nicht. Definitiv nachvollziehbar ist es seit 1913, zumindest in den Vereinigten Staaten, mit Gründung der Federal Reserve und der Internal Revenue Service, IRS. Ne? Das wurde ja gleichzeitig eingeführt. Und weil dieser Federal Reserve Act möglicherweise nicht gesetzeskonform zustande kam, sagen ja viele Juristen in den USA, ist das IRS auch nicht gültig, was sie damals gegründet haben. Und mittlerweile liest man zumindest auf den einschlägigen Telegram-Kanälen, gibt es auch schon Mitarbeiter vom IRS selber, die sagen, Steuern zahlen, das macht man freiwillig. Ja, da gibt es keinen Zwang, keinen rechtlichen dafür. Ja, so etwas habe ich eben auch gehört. Bei uns in der Schweiz habe ich mir sagen lassen, korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, aber das gibt es erst seit dem Zweiten Weltkrieg. Richtig, ja. Und dass die Regierung gesagt hat, wenn der Krieg vorbei ist, dann wird das wieder abgeschafft. Und bis heute leben wir noch damit. Weißt du, das Witzige ist ja, bei uns in Österreich und auch in Deutschland ist es so, die meisten Steuergesetze wurden seinerzeit von Hitler eingeführt. Das sind ja eigentlich Nazi-Gesetze. Nicht? Und da haben sie ja dann diese Entnazifizierung durchgeführt und die meisten dieser Gesetze wieder abgeschafft, aber die Steuergesetze sind lustigerweise geblieben. Wir hören sehen uns. Viel Spaß. Bis Tschüss. gleich. Servus, Melik. Ciao.